So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zum Let's Play Donkey Kong 64 mit Sergeant Spider-Kill. Ja, genau, ich bin ein Let's Player anderer Art. Weil in meiner LPM geht es nicht um logisches Geblubber, sondern um Sachen, Mist und Unsinn zu erzählen. Leute, die jetzt da keinen Bock drauf haben, irgend so einen Scheiß zu hören, bitte anderes Let's Play sehen, weil bei mir wird einfach nur Mist erzählt. Sorry. Damit beginnen wir zuerst mit der neuen Speedstunt. Ja, und natürlich mit sehr vielen Fragezeichen. Das heißt, wird Donkey jetzt mit Fragezeichen hier aufkreuzen? Mal sehen. So. Zuerst kommt der Screenshot, also die Einführung. Und ich spiele dieses Spiel über der Wii U Virtual Konsole. So. Das ist eine schöne Insel. Das ist ein schönes Haus, das ist ein McDonald's. Eine einsame Insel auf dem Meer. Okay. Oh, Darth Vader. Oh, jetzt ist sie voll betrunken. Gut, der Klassenkampf möge beginnen. Und ja, dieser Klassenkampf wird sehr lange dauern.
gut, Leute. Gleich werde ich meine Meldung geben. Kreisch, Donkey Donkey, komm schnell, Quark. Es ist wieder Karneval. Die Narren sind zurück. Ja, Leute, kurze Meldung. Das wird mein erstes Let's Play werden, weil Super Mario 64 DS, ebenfalls für Wii U Virtual, werde ich nochmal erneut Let's Playern, weil ich da wahrscheinlich zu ungenau erklärt habe. Gut. Der möge des Terror von Sergeant Spider-K nun aufergehen. TNT, geil, will ich haben, komm. Lass uns Minecraft spielen. Lass uns mit Diamanten so eine Hackfressen-Zombies suchen gehen, also Zombies suchen gehen. Gut. Das schon mal recht freundlich aus. Ich kenne das Spiel schon, ich spiele nicht blind, also ich könnte schon alles verraten, was hier abgeht. Außer bei den Endboss, da war ich noch nie. Der Nevel im Landvorrat ist mitsamt den anderen Kungs verschwunden. Ich kann sie nicht nirgends finden. Donkey, besser du bringst Quenki die schlechten Nachrichten. Dann senden wir das auf RTL. Donkey hat seinen Bananenvorrat verloren. Nun muss die ganze Welt nach ihm Ausschau halten und muss dabei Sergeant Spider-K umbringen, weil er das größte Arschloch im Let's Playern ist, den es eigentlich gibt. Warum er mich so selbst ist, werdet ihr noch alle herausfinden. Also ich werde noch sehr viel erklären, warum ich mich so selbst anfange dumm zu machen, weil es einfach mal cool ist, so. Nicht sich als Oberschlau herzustellen, sondern als Volldepp. Und wir Kunden, dann müssen es eigentlich so eine Quenki-Fässer sein. Weil ich glaube, wir müssen erst mit unserem Operchen ansprechen gehen. Okay, warte mal, hier sind irgendwie so eine Schilder. Ich meine, keine Autobahntafeln, das gibt's ja leider nicht. Training Area. Ja, ich kenne das Spiel schon, aber ich dachte, dass die Fässer schon da waren, aber das haben sie wahrscheinlich geändert. Hallo, Quenkis Labor. Menschenversuche oder Affenversuche? Auweia. Oder Tierversuche. Na, wenn das nicht mal nicht nutziger Sohn ist. Du hast wieder deinen Bananenvorrat verloren und wo waren die deine lausigen Kumpels? Du weißt es nicht. Stimmt's? Das kriecht doch nach den Machenschaften der fiesen Echsenbande. Dein Glück, dass wir meine selbstgemachten Tränke das notwendige Geschick verleihen, dass du wieder für dein lächerliches 3D-Abenteuer brauchst. Aber erst musst du durch die Trainingsfässer. Hau ab und komm bloß nicht wieder zurück, bevor du damit fertig bist. Ach. Tolle Drohung, Quenki, tolle Drohung. Ist einmal wieder klar. Donkey kriegt was von zwei Personen um die Ohren flimmert. Immer von Sergeant Spider-K und immer von seinen alten. Tja, nur möge der Terror beginnen. Gut. Ja, ich muss mich kurz bewegen, weil wie heißt das? Der Wii U, das Gamepad alles. Also, sorry, dass ihr da mal irgendwas falsch verstanden habt. So, mal sehen, wo sind denn die? Soll nicht Ostern suchen? Ich hasse Ostern, ich bin ein Kind, Alter. Warte mal. Hier gibt es ja sogar noch ein Secret. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon erreichen. Und der sieht sogar so aus. Oh, Gott sei Dank. Doch, wir können schon mal vorschummeln. Hoffentlich. Sorry, das war der Safe Saden. Das kannst du ebenfalls machen, aber das machen wir ein wenig später. Ich bin ein bisschen an der Steuerung von Super Mario 64 DS gewohnt und
In der Höhle kommen wir wahrscheinlich erst, wenn wir mal Quenkys Fässer genommen haben. Das heißt, selbst Quenky hat unsere Welt ein bisschen degradiert. Dann auf geht der Peter in den ersten Trainingsfass. Und wir beginnen mal da, wo die Sterne. Und hier waren noch die Sternchen umgeben. Scheiß drauf, egal. Fehlerhafte Erinnerung. Auf geht's. So, und da ist die erste Session, die wir machen müssen. Ich drücke A. Das brauchen wir gar nicht lesen, weil das eine ganz andere Steuerung ist. Weil ich spiele über Wii U und das heißt, das ist hier ein bisschen fehlerhaft. Okay. Auf geht's. 1, 2, 3. Ja, wo ist die 4? Keine Ahnung. Hat Quenki kaputt. Hat Quenki kaputt gemacht. Toll, Kinderbanane drin. Nicht mal zu futtern. Der arme Donkey. Oh. Mit diesen Fässern werden wir noch in den. Werden wir noch in den Dings viel Spaß haben in den nächsten Leveln, weil dann nachher so eine Hessons drin sind, die. Ja, uns dann killen wollen. Also die Störung brauche ich nicht vorlesen, ich spiele bei Wii U. Und komme manchmal selber mit der Störung nicht klar. Meine, ich kenne das Spiel von Nintendo 64, richtig, aber von Wii U noch so gar nicht. Bin gerade mein zweiten Level bei meinem Spiel für mich alleine. Das heißt, wenn ich ein bisschen Rätselraten habe, müsst ihr das leider entschuldigen. Entschuldigung. Ja, diese Sterne meine ich, weil die dachten, die. Da dachte ich, genau, gehen wir mal hier rein. Ihr blinkt so schön, ich mag blinkende Sachen. Okay. Also in so einem tiefen Schwimmbecken wäre ich lieber nicht zu Hause. Gut. Ja, die Störung gerne herausfinden würden, bitte ein anderes Let's Play sehen, weil ich spiele bei Wii U und komme manchmal selbst mit diesen Sachen hier nicht so richtig klar, weil das einfach den Gamepad hier ein bisschen hardcore-mäßiger ist. Das heißt, ein bisschen Rätselraten ist bei mir mit drin. Also nicht mit den Inhalten des Spiels, ich meine mit der Steuerung. So. Jetzt kommt das letzte Fass. Und da kam schon kein K-Wheelfacer, sind wir bei den Imbus. Der Klassenkampf vorbei. Leider nicht, wir müssen uns durch 7 reguläre Level und durch 2 Boss-Level durchschreiten. Aber ich kann euch versprechen, den Endbosskampf, ich weiß nicht, wie man den macht. Ich war nur meistens bis zum letzten Schlüssel, weil ich nicht wusste, dass da eine Münze in den Automaten versteckt ist. Moment, sorry. Wie war denn das jetzt so? Achso, nee, sowas nicht. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, den Endboss war ich bei Nintendo 64 noch gar nicht. Weil ich das erst durch das Internet erfahren habe. Ein Kreisbeinung, Donkey, los, den Trank. Von Quenky. Und dann nix wie raus. Oder nix wie weg. Ja, also wie gesagt, dein Endboss war ich noch nie so richtig, auch nicht wo ich Kind war, weil ich wusste niemals, dass die eine Münze in den Automaten drin ist, der uns in der dritten Welt wiederfährt. Aber da werde ich mit sehr vielen Safe States spielen, weil der total hardcore ist. Also dies bitte entschuldigen. Sonst versuche ich so wenige zu nutzen, aber bei den scheiß Automaten muss ich einfach tun, sonst würden wir uns da Stunden quälen, das würden wir auch nicht. Gut.
Mal sehen, wo es sein Menschenversuchlabor ist. Hier. Hallo, ich bin zurück. Und Donkey, Herr Chef, du hast so Tropenfieber. Hier, vergessen zu lesen. Primatenpower, Kraftus Primaticus, sehr interessant. Mit ein bisschen zu viel Dio drinne. Und du und deine verschollenen Freunde können die Erde zum Beben bringen. Drücke A, um zu springen. Ja, das ist alle Töne Nintendo 64. Und ich habe noch etwas Nützliches für dich. Wenn du 15 Bananenmedaillen bringst, so sehen sie aus. Und jetzt los, versuch dein Glück. Ja, die brauchen wir, wenn wir in den ersten drei Welten alle sammelt haben, dann kommen wir, kriegen wir seine nächste Set schon, wo ich auch mit Safe State spielen werde, weil diese Minispiele, die älteren Spiele sind so hardcore. Da habe ich wahrscheinlich bei der Wii U noch mehr Probleme als auf der N64 damals. Das müssen wir leider entschuldigen, also sorry, deswegen. Aber im regulären Spiel werde ich versuchen, nicht so viel zu saven. Auf geht's! Boah, ist das dunkel! Alter, Evil bis in, Alter, gleich kommen die Zombies! So. Boah, Alter, ein Riesentor. Das kennen wir doch aus dem Horrorspiel, nicht wahr? Evil bis in. Ja, ist schon mal eben gesagt, aber gibt's ja auch so eine Gitterstäbe. Bloß nicht aus Bambus, nur aus Metall. Oder Plastik. Oder Plastik. Warte mal, ich mach mal Stampfattacke. Gut. Und jetzt möchte ich euch mal gerne den 11. Save State zeigen, weil sonst können wir nämlich das. Und da sieht ihr schon mal einen anderen Punkt, aber den werde ich zurücksetzen. Und wir überschreiben das mal. Gut. Okay. Sehr schön. Auf geht der Peter. Er ist zurück, Donkey King K. Woods Insel liegt gleich da drüben. Sicher steckt er hinter der Bananenklau und der Entführung der anderen Kongs. Ich habe kurz mich umgesehen, die Insel mit der Höhle da hinten ist die einzige Stelle, die nicht blockiert ist. Ja, also wie gesagt, der hat unsere Banane geklaut und jetzt müssen wir zum Edeka gehen und neue kaufen und dann kommen wir gleich weiter. Dann gehen wir zum Edeka und neue Bananen, gibt die Donkey und schon kommen alle Toren drin. P plus 1, das haben sie in Edeka leider nicht. Die Bossschlüssel, die braucht man nämlich auch. Und da wird uns jetzt gleich jemand anderes dieses erklären, warum wir einen Schlüssel brauchen. Wahrscheinlich, um irgendwelche Sicherheitsschleusen zu betreten, dass man in psychiatrischen Anstalt willkommen ist oder so. Oder irgendwie eben auf Märchenprinzen und was weiß ich. Ich wette, psychiatrische Anstalt, so wie immer, weil ich krank bin. In das Playern, also geht es los. So. Hier ist der erste Point. Finde die Platte mit der gleichen Zahl im selben Gebiet und drücke Z, um dich zu Banana portieren. Dankeschön. Gut. Gehen wir mal rein. Und jetzt kommt der erste Boss. Wow, er ist riesengroß. Also groß ist er, das stimmt. Uhu, oh Mario. Hallo, ich bin Kelamsi. Er hat mich eingesperrt, weil ich mich weigerte, ein kleines Inselchen zu zerschmettern. Wie hätte ich das was tun können? Eine solch zauberhafte Insel mit voller putzigen Äffchen. Also habe ich Nein gesagt. Schnief. Kemu sagt, er sei ein sofortiger Softie. Und ich müsse hier sitzen, bis ich ein richtig harter Bursche bin. Ich würde alles tun, um hier rauszukommen. Okay.
Hey, kleines Äffchen, vielleicht hilfst du ja den armen Kälern, sie umher zu entkommen. Bitte, bitte, ich werde dein bester Freund sein und dich mit Spielshows überreden. Also Spielshow. Klar, Donkey hilft Kelamsi. Ja, ich würde sagen mit Spielshow, wie heißt das? Spielshow-Dialekt. Eigentlich muss man da traurig sein, aber wie ihr wisst, ich bin ein idiotischer Let's Player. Also werde ich auch einige Sachen ein bisschen anders erklären als sonst. So, und das erste Stein ist aufgesprungen. Oh, oh, Kelamsi ist sehr froh, aber Kewul hat die Schlüssel. Diese Käfige seien besten und berüchtigsten Kämpfern gegeben. Wenn du irgendeinen Schlüssel erhältst, bring ihn bitte sofort hierher, um die Schlösser zu öffnen. Verrate Kewul bloß nichts. Das bleibt unser Geheimnis. Und dann sehen wir uns zur nächsten Spielshow mit Kelamsi wieder. Ja, also eigentlich muss man traurig sein, aber ihr habt gehört, berüchtigte Kämpfer, das sind keine Straßenpenner von der gegenüberliegenden Seite, nein, das sind schon Hardcore-Viecher. Also geht es los. So. Okay. Und dass ich hier aus sicherer Spiele. Werde ich immer nach jedem Part erstmal Kontrolle machen, dass man auch wirklich das versteht. Bevor ich da wieder irgendwie nur rumdusche, weil das ist mir damals in Minecraft am PC passiert. Aber ich habe Minecraft schon lange aufgegeben, schon lange hinter mir gelassen, das heißt, das ist total egal. So Leute, und bevor wir irgendeine Welt betreten, muss ich euch die üble Nachricht bringen. Ja, und ihr seht schon, eine Störung hakt es ja ein Schirm bei mir mit der Wii U. Ja, und bevor ich mich hier abquäle und mich hier zum Affen mache, wie Donkey, was er auch ist, sehen wir uns erst im nächsten Part wieder und ich kontrolliere erstmal die Ereignisse, ob alles so richtig ist. Bis dann.